sitzt oder liegst, dein Blick zum Mond gerichtet. Dem wunderbaren Himmelskörper, der dir für heute so helfen soll. Helfen loszulassen, was du nicht brauchst. Und helfen erkennen, was du hast. Deine Augen dürfen offen sein zum Mond, zur Mondin Mutter gerichtet. Vielleicht ist der Mond heute sogar voll. Ein Symbol für die Fülle, das das Leben für dich bereithaltet. Ruf dir nochmal in dein Bewusstsein. Welcher Teil in deinem Leben im Moment vielleicht übervoll ist, wo du zu viel von dieser Fülle hast. Du seine Gedanken benennen. Und stell dir vor, es gibt eine leuchtende Kugel in deinem Kopf, wo du all die Aspekte kannst reintun. Alles, was zu viel ist, im Moment über deine Kräfte rausgeht, landet in dieser Kugel in deinem Kopf. Und ich helfe dir nochmal ins Bewusstsein. Wo im Moment in deinem Leben die Fülle fehlt. Welche Aspekte kommen zu kurz? Für was reicht deine Kraft gerade nicht? Und stell dir vor, dass du auch diese Aspekte einfach in die leuchtende Kugel in deinem Kopf packen kannst. Stell dir vor, wie sich die leuchtende Kugel über die Scheide aus deinem Kopf raus bewegt. Sie wandert aus deinem Kopf raus Richtung Himmel, zur Mondin Mutter. Und hinter sich sieht sie einen goldigen Schweif. Sie verlässt die Erde, die Atmosphäre, fliegt mit ihrem Schweif zur Mondin Mutter. Und du bist in Gedanken bei ihr. Und stell dir vor,
wie die Kugel aus Lebensaspekten von dir bei Mondin Mutter ankommt, auf eine Oberfläche trifft, die flüssig und durchlässig ist, wo du einfach eintauchen kannst. Eintauchen in die Fülle von dieser Mutter. Und die Mutter gib dir, was du brauchst und nimm zurück, was du nicht mehr brauchst. Du bist umgeben von Fülle. Und die Kugel mit allen Aspekten von deinem Leben löst sich auf in dieser Kraft von Mondin Mutter. Lass sie bewusst los. Stell dir vor, wie sich der Mond langsam anfängt zu bewegen. Die Mutter von Fülle bewegt sich Richtung Erde. Sie folgt dem goldigen Schweif, den du vorher gezeichnet hast. Sie ganz nach bei der Erde ist, immer näher auf dich zukommt und schließlich den Kopf berührt. Ihre Fülle fließt durch den Kopf, aber in deinen Körper. Erfüllt Hals und Schultern. Beide Arme, Brust, Bauch und Becken, das Gesäß und die Oberschenkel, Knie, der Rabbi die Wade, es führt zu den Zehen. Du bist umgeben und umarmt. Der liebende Mutter, die dir alles gibt. Fülle vom Mond, genau so, wie du sie brauchst.
Erlaube, dass dein ganze Körper, deine Gefühle und Gedanken, dein ganze Wesen von dieser Fülle durchströmt werden. Die Kraft bündelt sich in deinem Becken. Du kannst dir vorstellen, als würde der Vollmond in deinem Becken glühen. Und von dort aus alle Aspekte von deinem Wesen berühren. Es ist deine Kraft. Deine Kraft, die immer bei dir ist, wenn du sie willst aktivieren. Als du die Augen geschlossen hast, kannst du ganz klein aufmachen. Und den Mond anschauen. Das Symbol für eine Kraft, die wieder in dein Leben kommt, sich von deinem Becken aus ausbreiten. Genieß das Bild, die Kraft, so lange wie du magst.